Meine Damen und Herren, hören Sie heute Solide Verhältnisse von Rolf D. Frank. Die Regie führt Hein Brühl. Selbstständig machen, Gisela, nie. Nicht mal auch wissen, wovon. Höchstens so ein kleiner, anständiger Puff. Naja, nicht früher ist es auch nicht mehr. Da war keiner mehr drauf angewiesen. Das ist vielleicht auf die paar türkischen Kamiertreiber vom Bosporus oder ein paar verlauste Sizilianer. Was ist das, Mensch? Oder? Ich habe keine Lust, mich mit deiner eigenen in die Haare zu kriegen. Mit meinem Jungen. Hm? Was soll werden? Kann er in der Werkstatt anfangen, wenn er aus der Schule kommt? Kann er. Versprochen ist versprochen. Mit einer richtigen Lehre, richtig als Autoschlosser, ja? Na ja, vorausgesetzt, mein Meister haut nicht vorher ab, dann mit richtiger Lehrstelle, ja. Ja, das ist selbstverständlich. Nur bei dem alten Schlüter weiß man eben nie, der ist zwar schon 20 Jahre im Betrieb, aber wenn der merkt, es wird hier weniger, dann... Ja, bloß wegen der Schnellstraße, die sie da oben rumgebaut haben. Ja, genau, genau. Am Anfang, da kam noch ein Jahr mehr anstandshalber, von Woche zur Woche wird das weniger. Kann ich mal eine Zigarette nehmen? Ja, ja, ja. Danke.
dagegen nichts machen. Man kann immer was machen. Kennst du den Herbert Löffler schlecht? Ich habe den Laden nicht gekauft, um jetzt nach 2 Jahren dran kaputt zu gehen. Wären Sie Pächter geblieben? Ja, Pächter, da wäre ich schon erst recht nicht auf den grünen Zweig gekommen, Mädchen. Und wenn ich die Tankstelle nicht vor 2 Jahren so günstig von Reichert gekauft hätte, dann hätte sie ihm andere gekauft. Und dann wäre ich heute nicht mal Pächter. Moin zusammen. Morgen, Herr Schlüter. Ich gehe da mal nebenan. Ja. Na, Paul. Was ist heute mit deinem Kreuz? Alles geht, gewöhnt sich an alles. Bäumler und ich haben uns gestern Abend eine tolle Idee ausgeknobelt. Du und Bäumler? Da bin ich gespannt. Schwimmingpool mit Liegestühlen rumrum, schicke Hollywood-Schaukel und... Wo? Und. Ach, wo? Hier. Hier? Wo? Da draußen, in der Halle. So brauchst du mich aber auch wieder nicht zu verwöhnen. Weißt du was Besseres? Wofür? Ja, irgendwas muss eher was in deinem attraktiv machen, verstehst du? Anständige Arbeit, Preis, das ist attraktiv. Alles andere ist verblendet. Liegt hier drunter. Lass dir das von mir gesagt sein, Herr. Ach, da soll ich dir mal was sagen, was der alte Reichert monatlich von mir an Rentenschuld einsteckt? Komm, mal, das für dich, das geht mich nichts an. Und zahlen muss ich das, solange der lebt. Und wenn er mal tot ist, solange seine Frau noch lebt. Reichert war immer ein alter Fuchs. Der wird bestimmt sehr alt, da kannst du Gift drauf nehmen. Ja, eben. Und solange zahle ich jeden Monat 5.000 Mark. Oh Mann, jeden Monat 5.000? Dass dir nicht auf den Kopf gefallen war, das wusste ich schon immer. Dafür war er 30 Jahre mein Chef. Dass der aber so ausgewichst ist. Alle 8. Naja, das Risiko, das liegt bei uns beiden, nicht? 50-50, würde ich sagen. Richtig. Er braucht sich doch bloß eine Lungenentzündung zu holen, jemand. Klappe zu, Affe tot. Mutter Reichert springt vor Kummer hinterher. Das sagst du so. Wenn Gerd kommt, der soll die beiden Wagen waschen und saugen, aber tipptopp. Sonst ist er dran, sag ihm das. Ah ja, in Ordnung. Mach die Tür zu, ja? Morgen, Entschuldigung, ich wollte Black. Wieso nicht? Er hat mir selber die Nummer gegeben. Nein, ich soll eben nicht im Geschäft bei ihm anrufen. Löffler, Autolöffler, Dudenhofen, dann weiß er Bescheid. Ja, ich warte. So, er schläft noch, ja. Ja, es ist sehr dringend. Nur weil er sagte, dass er nächste Woche nach Valencia zurückfliegt und... Gut, ich warte. Ja. Ah ja, ja, morgen. Hier, Löffler. Ja, tut mir leid, aber... Also, wie sieht das nur aus, Blackie? Ich dachte, wir wollten uns nochmal verabreden. Ja, ich habe mir das überlegt. Genau. Ich habe keine andere Wahl. Die Finanzierung ist in Ordnung, selbstverständlich. Anzahl 10 Mille für die Vermittlung. Blackie, kann ich mich hundertprozentig darauf verlassen? Ja. Ich kann das Geld jederzeit von der Bank abholen. Was? Morgen Abend, okay. Kaiserstraße bei Harry. Und, Moment. Ich kann mich darauf verlassen, ja? Gut. Dann bis morgen. Was? Morgen? Herbert? Morgen. Schön, dass du da bist. Na, wie sieht's aus? Das lief doch wie geschmiert gestern Abend. Dabei hat Kronstädte noch gedacht, ich hätte ihm was geschenkt. So genau habe ich das gar nicht mitgekriegt. Du hast bei seiner Frau einen ganz schönen Stein im Brett. Ja, welcher Frau? Vom Bürgermeister. Keine Ahnung. Wieso? Wegen deiner Spende für den Kirchturm. Woher weißt du das? Na, von mir natürlich. Du glaubst nicht, wie beeindruckt sie war. Ein zugewanderter Protestant spendet für die Renovierung eines katholischen Kirchturms 1.000 Mark. Das ist...
irgendwie peinlich. Ach, doch, das nützt unserem Projekt. Naja, aber... Der Swimmingpool ist so gut wie gelaufen. Wir haben Platz, Anschluss ist kein Problem. Nur die Finanzierung. Ach, Finanzierung. Ich habe schon Darlehen bei 250.000. Verlass dich auf denn, Bäumler, wir stocken das nochmal auf. Das sagst du so. Das heißt, die Frau Bürgermeister wird deine Kirchturmspende nicht für sich behalten, sondern ihren Mann mitteilen, verstehst du? Und der wiederum wird sich sofort daran erinnern, wenn er als Aufsichtsratsvorsitzender unserer Sparkasse über deinen Darlehensantrag zu entscheiden hat. Plötzlich, ich bin aber... Die Spendenmasche ist doch eine fabelhafte Sache. Andere machen das in noch ganz anderen Größenordnungen. Bin dann fertig, Herr Löffler. Ja. Na eben. Tschüss. Ach, so, morgen kann ich da nicht, die Beerdigung von der Frau Bauer, Sie wissen ja. Ist in Ordnung. Menschenskind, legst du immer so ein Tempo vor? Isst du immer so schnell neuerdings oder bloß, wenn ich da bin? Was ist los? Du schiebst die Wurst nicht rein, als ob es die letzte ist. Du kaufst die ja gar nicht richtig. Also kau ich nur die Wurst oder du? klopft mir denn keiner mal auf? Doch nicht so brutal, Christiane. Schlag wie ein Holzfäller. Pass lieber auf, dass dir ein bisschen nicht im Halse stecken bleibt. Könnte dir so passen, wie? Könnte dir komm, so passen. Komm, trink lieber, ja. Mensch, das hilft. Hm? Aber da kannst du Friteile, da kannst du lange drauf warten, mein Lieber, bis ich mal abkratze. Wenn du so weiter stänkerst, dann passiert was, Gustav. Wer fängt denn immer an? Ich doch nicht. Also ich mach auch mal einen Punkt, ja. Dein Fehler ist eben, du vergisst alles. Ohne mich würdest du doch heute noch auf der Straße sitzen. Die Konzession für die Tankstelle, die ist doch schließlich auf meinem Mist gewachsen. Auf deinem Mist, ja. Was ich an deiner Stelle nicht vergessen würde. Besonders das nicht mit dem kaufmännischen Zeugnis, das ich dir ausgestellt habe. Gefälscht hast, musst du sagen. Richtig, gefälscht habe. Und warum? Weil du der Mann meiner Tochter bist, deshalb habe ich das Zeugnis gefälscht, jawohl. Nanu, um die Zeit? Sagst du nicht gut? Ja, noch Hand mit, ich geh mal auf. Komm, lass mal durch. Kannst du dir das überhaupt leisten, so früh Feierabend zu machen? Oh, leck mich doch am Arsch. Immer gleich beleidigt. Sonst war aber hier auch mehr los. Kommt das wirklich nur durch die neue Schnellstraße, die sie außenrum gebaut haben? Ja, ja. Die Einnahmen gehen jeden Tag zurück, Papa. Muss er sich eben was einfallen lassen, dein Mann? Auf wieder mal sehen, ja? Ja, da ist ja unser Klößchen. Na, Mama. Na, Kleine. Das ist aber schön, dass du mal vorbeikommst. Ja, das ist schon sein Grund. Das Geld nehme ich an. Warum soll es ihm besser gehen als uns? Stimmt's, Klaus? Wie, Opa? Ja, nun. Ich kann ihn ja gleich an seiner Schrottkarre zurück in ein Altersheim bringen. Hab ich was vom Gehen gesagt? Hast schon gegessen, Kleine? Ich mach dir rasch was, ja? Wäre nicht schlecht. In deinem Alter hatte ich auch immer Kohldampf. Ein Bier? Klar. Hm? Ja, danke. Da sitzt deine Mutter. Hol dir gefälligst einen Stuhl. Nee. Setz dich ruhig hin, Junge. Ich bin ja fertig mit dem Essen. Nachher setzen wir sowieso auf die Couch. Hast du auch recht. Ich setz mich schon mal rüber. Mir tut der Hintern weh von euren harten Stühlen. Sonst krieg ich auch immer ein Kissen. Na, hättest du doch was gesagt, Papa. Also ich geh mal raus in die Küche. Was macht die Studiererei? Macht Spaß. Was ist denn das überhaupt, was du studierst? Ich weiß, du hast mir das mal gesagt. Politologie. Ich hab's wieder vergessen. Politologie und Geschichte, Opa. Politik ist doch scheiße, Junge. Ausgeschmissenes Geld, weiter nicht. Verstehe ich nicht. Ist das dein Geld? Hier in dem Ding sitze ich wenigstens wie ein Mensch. Andere müssen dann, Alter, arbeiten. Geld ran schaffen, wie sich das gehört. Klar. Hast vollkommen recht. Siehst du, dein Junge ist das klar. Wer weiß das? Ja, weil er eben alles so genau weiß, dann wird er ja auch Vater. Was? Ist schon tot? Dein Enkel wird Vater, jawohl. Ach, tatsächlich? Wie kann sowas passieren heutzutage? Weil es noch reingelegt hat, was sonst? Wenn du mich fragst, gibt's nur eins, wegmachen lassen. Und wer bezahlt das? Was würde denn der Spaß kosten? Tausende, schätze ich, vielleicht auch zwei. Ich würde sie ja dem Jungen geben, aber ich hab sie leider nicht. Du bist der Vater, gib du sie ihm. Keinen Pfennig. Erna! Menschenskind, klar, deine Oma Erna, die immer so stolz auf dich ist, endlich ein Akademiker in der Familie. Sie könnte doch so ein paar Blaue für einen guten Zweck nicht verweigern. Geh zu deiner Oma Löffler. Oder warst du vielleicht schon bei ihr?
Klaus? Warst du etwa schon bei meiner Mutter? Warum zerbricht ihr euch eigentlich meinen Kopf? Sag mal, das ist doch meine Angelegenheit, oder nicht? Ich habe dich gefragt, ob du bereits bei meiner Mutter warst oder nicht und ob sie angepumpt hast. Nein, war ich nicht. Woher wisst ihr überhaupt, dass wir eine Indikation vornehmen lassen wollen? Eine was? Eine Abtreibung, Opa. Warum sollst du deine Großmutter nicht anpumpen? Die alte Löffnerin hat so viel Kohlen, bei der kommt das doch gar nicht drauf an. Und du bist dann problemlos. So viel hat sie ja noch auch nicht. Ich weiß zum Beispiel, dass sie ein ganz schönes Sparkonto hat. Das hat sie mir mal selber erzählt. Was hast du? So, mein Kleiner. Lass dir gut schmecken. Wenn es dich reicht, mache ich dir noch was. Danke, Mama. Das mit dem Sparkonto weiß doch hier Christiane auch. Stimmt's, Christel? Was kann? Was denn? Von unserer Erna? Ja, seiner Mutter. Mhm. Ja, natürlich hat sie eins. Warum auch nicht? Wie viel ist drauf? Das weiß ich doch nicht. Aber ich glaube, eine ganze Menge jedenfalls. Mindestens 60.000. 60.000? Wo soll sie denn die herhaben? Möchte ich gerne mal wissen. Du aber nicht so, Herbert. Das habe ich dir doch damals erzählt. Deine Mutter hatte mir zwar auf die Seele gebunden, ich sollte mit keinem Menschen drüber reden, aber schließlich bist du ja mein Mann. Na also. Natürlich weiß ich, dass ein Sparbuch hat. Aber trotzdem weiß ich nicht, wie viel da drauf ist. Vor 6 Jahren, das war eine Woche vor Ostern mit dem Gewinn. Die 60.000 Mark hatte sie wohl in der Klassenlotterie gewonnen, ja. Ach, Herbert, das habe ich dir doch damals erzählt. Kann ja auch sein. Ja, dann habe ich es eben wieder vergessen. Ausgerechnet du, der dauernd in der Tinte sitzt, vergisst, dass du mal 60.000 Mark erben wirst, mein lieber Freund und Kupferstecher. Fest angelegt sind dann heute 70.000. Glatt. Ich wusste gar nicht, dass Kommunisten auch rechnen können. Ach nee. Weshalb sollten ausgerechnet Kommunisten nicht rechnen können, hm? Kannst du mir das mal verraten? Fang mich schon wieder an. Ich hab von eurer blöden Politik vom letzten Mal noch die Nase voll. Na? Schmeckt's, Kleine? Ja, schmeckt. Schön müde wäre ich jetzt. Und wie kriegen wir die nachher nach Hause, Opa? Der Klaus kann ihn doch mitnehmen, das ist doch kein Umweg. Das geht leider nicht. Ich schlaf heute hier, das Auto ist im Arsch. Was denn, schon wieder? Na, muss mich mal abschleppen. Anschieben funktioniert nicht. Ich kann morgen nicht. Ja, frag ich Schlöter mal. Schlöter hat auch keine Zeit. Wir sind kein Abschleppdienst, verstehst du? Sonst kann jeder Scheißer hier antanzen, wa? Da reißt du dir die Beine aus, um den seine Karre wieder flott zu kriegen. Und wenn der dich mitten in der Nacht rausklingelt, nur bei mir, ne, dann machst du mal so ein Affentheater. Ja, aber anderen ist dein Vater immer großzügig. Da zeigt er sich immer von seiner besten Seite. Wenn Herr Klaus und dir verscheißern, dann könnt er mich aber mal. Bitte. So, ich bringe jetzt Gustav zurück ins Heim, sonst kennt ihr ihn auch völlig ein. Los, komm, steh auf. Ja. Und wenn dein Sohn hier schon schlafen muss, dann kann schließlich dein Vater nicht auch noch hier schlafen. Ja. Los, komm, 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 auf. Wie so ein Scheißstück. Ja. Ja. Ja, ja. Nacht. Oh. Ja, bitte? Guten Morgen. War das da? Ja, bin ich. Worum geht es? Kriminalpolizei. Hier meine Marke, bitte. Mein Ausweis. Tja, ich weiß nicht. Tut mir leid, dass wir so früh stören müssen. Können wir hereinkommen? Mein Name ist Wenzel, Kriminaloberkommissar. Das ist mein Kollege, Hauptmeister Faber. Morgen, Frau Lerner. Morgen. Ja, also, Moment bitte.
bitte sehr. Wir sind allerdings noch nicht so richtig. Müssen Sie schon entschuldigen, ich... Aber ich bitte Sie um die Zeit, das ist doch ganz klar. Ja, wenn Sie hier bitte die Treppe runtergehen wollen und dann links. Bitte schön. Herbert! Hier ist die Kriminalpolizei. Hier, bitte. Es ist aber noch nicht aufgeräumt. Mein Danke. Sohn, der kam plötzlich... Das macht gar nichts. So. Was ist denn? Ich meine... Herbert! Nun komm doch endlich! Entschuldigen Sie, ich bin völlig durcheinander. Sie wollen doch sicher meinen Mann. Ja, wenn es nichts ausmacht. Nein, aber was ist denn? Mein Mann ist gerade im Bad, aber er muss jeden Moment kommen. Bitte, ach bitte nehmen Sie doch Platz. Ja. Ach, Augenblick, ich habe ja das Bettzeug hier noch. Ich komme das mal eben her. Ach, mein Sohn hat nämlich ausnahmsweise heute Nacht hier geschlafen, weil... Ist Ihr Sohn auch da? Mein Sohn? Ja, das heißt... Kommen Sie, ich meine, kommen Sie wegen ihm? Nein. Ach so, Gott sei Dank, ich dachte schon. Morgen. Da ist mein Mann. Morgen, Herr Löffler. Morgen, Herr Löffler. Wir können sitzen. Wir sind... Ja, danke. Ja, ich habe schon gehört. Wenzel, mein Kollege Faber. Angenehm. Ja und? Was ist? Was passiert? Ich habe die traurige Aufgabe, Ihnen, Herr Löffler, mein Gott. Ihnen, Herr Löffler, mitzuteilen, Ihre Mutter, Frau Erna Löffler. Ja? Sie ist tot. Christel, Erna, die Oma ist tot, ich hab's gehört. Ja, aber. Ich meine, wie... Ja, wo denn? Was ich zu Hause? Ihre Mutter ist nicht eines natürlichen Todes gestorben, Herr Löffler. Sie ist umgebracht worden. Nein. Sonst, ja. Was heißt das? Was heißt das, umgebracht worden? Meine Mutter? Das wir dürfen Ihnen unser allertiefstes Beileid aussprechen. So, ja, Beileid, ja. Ja, danke. Wissen Sie denn schon, wer es war? Leider nein. Die Tat wurde bereits am Dienstag begangen, laut Obduktionsbericht zwischen 20 und 21 Uhr. Abends, ja, richtig, abends. Und... Wo ist meine Mutter jetzt? Im Leichenschauhaus, natürlich. Ja, natürlich. Sie müssen sie identifizieren. Das hat aber noch Zeit. Mein Gott, die Erna. Das ist grauenvoll. Warum gerade Erna? Wie ist denn das passiert? Ich meine... Sie wissen sicher, wie das passiert ist. Mit größter Wahrscheinlichkeit wurde Ihre Frau Mutter mit einem schweren Gegenstand auf den Kopf geschlagen. Erschlagen? Gottes Willen, nein, das... Das besagen jedenfalls die Platzwunden. War sie sofort tot? Der Tod trat allerdings nicht durch den Schlag, sondern durch Ersticken ein, infolge einer Strangulation. So fürchterlich. Mit einem Frottierhandtuch. Ja, aber wer macht denn bloß sowas? Entschuldigen Sie, Herr Augenblick. Ja, Herbert, wo gehst du denn jetzt hin? Bleib hier. Sie sagten, Ihr Sohn wäre hier? Ja. Er zieht sich sicher noch an. Ich sage ihm Bescheid. Nein, ruhig, hier ist alt überhaupt. Ach, mein Sohn wird das gar nicht fassen. Der ist so an ihr gehangen. Und Erna liebt ihn auch über alles. Mehr als ihren eigenen Sohn. Damit meinen Sie Ihren Mann?
Ja, mein Mann hatte noch eine Schwester. Sie ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen mit 18. Und das hat meine Schwiegermutter nie verkraftet. Das Verhältnis zwischen Ihrem Mann und Ihrer Schwiegermutter, das war nicht so besonders? Ich weiß nicht. Besonders vielleicht nicht. Nein. Sahen Sie sich oft? Ich meine, Ihr Mann und seine Mutter. Oft nicht. Besonders seit wir die Tankstelle haben. Wie lange haben Sie sie? Nicht lange. Mein Mann war 6 Jahre erst Angestellter bei Herrn Reichert. Dann haben wir die Tankstelle gepachtet und vor 2 Jahren ungefähr, ja. 2 Jahren, als Herr Reichert sich zurückziehen wollte, da haben wir sie dann gekauft. Ah ja. Ist das wichtig? Nein, es interessiert mich nur. Wichtig ist es nicht. Die neue Schnellstraße da oben, die wirkt sich doch sicher auf Ihr Geschäft aus, oder? Ja, das tut sie. Naja, eben. Das dachte ich mir. Wie hat man meine Schwiegermutter eigentlich gefunden? Ich meine, wer hat die Polizei benachrichtigt? Eine Freundin von ihr. Sie waren gestern Abend verabredet. Anneliese Friedmann. Kennen Sie sie? Ja, flüchtig. Und wo? Wo haben Sie sie gefunden? Im Wohnzimmer. Sie haben gar keine Vorstellung, wer. Ich meine, hat man bei ihr eingebrochen? Es tut mir leid, dass ich Sie brauchen Sie nicht zu entschuldigen. Nein, nein, festgestellt haben wir nichts. Wir wissen auch nicht, was Ihre Mutter zum Beispiel an Wertgegenständen besessen hat. Vielleicht könnten Sie uns das mal genauer beantworten, Herr Löffler. Hatte sie zum Beispiel Schmuck oder hatte sie Bargeld zu Hause? Schmuck? Ja. Ich weiß nicht, also besonders wertvollen Schmuck hatte Oma nicht. Ich kann mich jedenfalls nicht erinnern. Nein, hatte sie auch nicht, woher auch. Morgen. Klaus, morgen. Das ist mein Sohn. Du stell dir vor, Klaus, Oma. Ja, ich hab in der Küche schon mitgekriegt, Mama. Morgen, Herr Löffler. Morgen. Sie halten sich hier nur besuchsweise auf? Ja. Was sagte Ihre Mutter? So ungefähr, ja. Gemeldet sind Sie in Bochum. Ja, Eulengasse 34. Ich möchte noch mal darauf zurückkommen. Sie hatte eine Armbanduhr oben. Das war immerhin eine Schweizer Uhr mit 18 karätigem Gold. Ich meine, immerhin. Die Oma? Und dann muss ich auch noch mal nach dem Bargeld fragen, Frau Löffler. Na, keine Ahnung. In einer Wohnung hat sie bestimmt keins. Nein. Also bis vielleicht auf das, was man so braucht zum Einkaufen und so. Ihre Freundin, Frau Friedmann, meinte, wir haben ja bisher nur ganz kurz mit ihr sprechen können, sie meinte, dass ihre Frau Mutter am Dienstag ihre Rente von etwas über 800 Mark abgeholt hatte. Morgens. Die haben wir bisher nicht finden können. Bis auf etwas Kleingeld in ihrer Geldbörse. Exakt 7,35. Sie wissen nicht zufällig, ob sie einen bestimmten Platz hat, an dem sie ihr Geld verwahrte. Kein Schimmer. Du, Christel? Keine Ahnung, hab sie auch nie danach gefragt. Wie käme ich auch dazu? Und Sie? Wer? Ich? Alte Leute kommen darauf die merkwürdigsten Ideen. Es sieht nämlich auch nicht so aus, als hätte der Täter die Wohnung durchsucht. Alles liegt an seinem Platz. Nichts ist zerwühlt, nichts durcheinander gebracht. Tja, dann weiß ich auch nicht. Und wie war das mit Ihnen? Was? Sie haben doch sicher Ihre Oma hin und wieder besucht. Selten. Selten? Oma kam früher noch sehr oft zu uns. Früher, verstehe. Wo sind Sie tätig? Mein Sohn studiert. Ach so, seit wann? 2 Semester. Wie oft waren Sie in dieser Zeit bei Ihrer Oma? Muss ich überlegen. 2-mal vielleicht. Sie wissen nicht genau, ob es nun einmal, zweimal oder dreimal waren? Doch, doch. 2-mal. Und das letzte Mal? Daran erinnern Sie sich doch noch. Bei nur 2-mal. Studenten müssen doch ein sehr gutes Gedächtnis haben, dachte ich immer. Am vergangenen Dienstag war das aber nicht zufällig. Am Dienstag? Doch. Das könnte am Dienstag gewesen sein. Wieso denn? Du hast ja gestern Abend gesagt, du warst nicht bei Oma.
Du hast mich doch etwas ganz anderes gefragt. Ach, was denn? Was hat Ihr Vater Sie denn gefragt? Das spielt doch hier keine Rolle. Klaus! Woher wollen Sie das wissen, ob das eine Rolle spielt oder nicht? Vielleicht spielt es doch eine. Sicher können Sie mir die Frage beantworten, Herr Löffler. Wie meinen Sie das? So genau könnte ich das jetzt auch nicht mehr sagen. Wir müssen uns einfach über ein paar Dinge Klarheit verschaffen und möglichst schnell. Das werden Sie verstehen, nicht wahr? Deshalb wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie meine Frage beantworten würden. Mein Vater hat mich gefragt, ob ich bei Oma war, um Sie anzupumpen. Na sehen Sie, das ist doch was. Und diese Frage haben Sie Ihrem Vater gegenüber verneint. Hab ich. Während Sie sie jetzt bejahen würden. Würde ich. Schön. Weshalb wollten Sie Ihre Oma anpumpen? Weil ich Geld brauchte, vermutlich. Sicher. Und wozu? Es geht Sie nichts an. Gut, in Ordnung. Und haben Sie es bekommen? Nein. Nicht alles jedenfalls. Wie viel? 200 Mark. Wie viel brauchten Sie? 1000! Ja, es ist doch in Ordnung. Und wo holte sie das Geld her, die 200 Mark? Aus der Vitrine. Ja, der silberne Kaffeekanne. Ja, und war da noch mehr Geld drin? Ja. Wie viel? Ja, ungefähr. Ich weiß nicht genau. Über 1000 vielleicht. Herr Klaus, weshalb hast du das denn nicht? Also ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Und ich? Was heißt denn das? Verdammt nochmal, wieso schieben die mir jetzt plötzlich die ganze Sache in die Schuhe? Damit habe ich damit nichts zu tun. Oma hat mir 200 Mark gegeben und kein Pfennig mehr. Das ist Weihnachten und Geburtstag zusammen, hat sie gesagt. Und das andere Geld, das wäre ihre Rente. Die brauchte sie zum Leben. Mensch, sehen Sie doch gefälligst nach in der Kanne. Da muss das andere noch drin sein. Wir haben nachgesehen. Ja und? Die Kanne ist leer. Vielleicht, es kann ja auch sein, sie hat das Geld dann woanders hingesteckt. So genau habe ich da auch nicht aufgepasst. Ah ja, schon richtig. Wir sollten vielleicht zusammen nachsehen. Sie, Herr Löffler und wir. Von mir aus. Schön, dann können wir ja gehen. Ach, einen kleinen Moment. Warum haben Sie Ihr Fahrzeug eigentlich draußen am Wasserturm abgestellt? Ich? Ja, Sie. Das ist doch Ihr VW, dieser komische, buntgescheckte. Fuhr nicht mehr. Das ist kaputt. Wir haben das ja wahrscheinlich. Wir wollen ihn nachher abschleppen. Er steht nicht mehr dort. Wir haben ihn bereits abgeschleppt. Er steht auf dem Hof vom Präsidium. Warum denn? Ja, also einmal, der VW war vor dem Haus ihrer Oma am fraglichen Tag gesehen worden, am Dienstag. Einmal deshalb. Und zum anderen, sagen Sie, die merkwürdigen Plakate, die da in dem Auto lagen, gehören die Ihnen? Ja, warum? Das heißt, Sie gehören der Partei. Der DKP, richtig? Das war ja nicht schwer zu erraten. Es steht ja drauf. Sind Sie da Mitglied? Auch wenn Sie das einen Scheißdreck angeht. Ja, ich bin da Mitglied. So. Naja, auch wenn mich dieser Scheißdreck nichts angeht, Herr Löffler, dann können wir ja jetzt trotzdem gehen, nicht wahr? Ja, was wird denn jetzt? Sie brauchen sich nicht zu beunruhigen. Es geht nur um ein paar Fragen, die wir Ihrem Herrn Sohn stellen wollen. Ich hätte Sie gern noch einen Moment allein gesprochen, Herr Löffler. Wenn Ihre Frau und Ihr Sohn oben mit Hauptwachtmeister Faber warten würden. Vielen Dank. Am Dienstagabend? Ja, ja. Am Dienstagabend. Sie meinen um die fragliche Zeit? Na ja, sagen wir gegen 8, ja. Ich habe Sie doch gebeten, draußen zu warten, Christoph. Frau Löffler. Ja. Ja, am Dienstag war ich geschäftlich unterwegs, da war ich nicht hier. Na, dann ist ja alles in Ordnung. Sie haben einen Zeugen? Selbstverständlich. Ausgezeichnet. Würden Sie mir freundlicherweise seinen Namen nennen? Bäumler, Fritz. Aber Herbert, so viel ich weiß... Ja? Nein, ach, ich meinte etwas anderes. Ist das der junge Architekt Bäumler? So ist es. Dann ist alles in Butter. Vielen Dank, Herr Löffler. Bitte. Wiedersehen. Wiedersehen. Wiedersehen, Herr Lochhaus. Christel, geh doch mal ans Fenster, sehen, wo Sie hin, wohin Sie fahren. Weshalb hast du dem Kommissar nicht gesagt? Dass du hier warst. Weil ich das nicht war.
Hätte es aber beeilen können. Du hast auf der Treppe gestanden. Du hast doch gehört, was sie mich gefragt haben. Ich habe seine Fragen gar nicht gehört. Aber was wollen Sie von Klaus? Na, was schon. Schließlich ist jemand umgebracht worden. Jetzt suchen Sie jemanden, der ein Geständnis ablegt. Ist alles. Es handelt sich doch um deine Mutter. Na und? Meine Mutter, ja. Ist ermordet worden. Und von wem? Auf keinen Fall von unserem Jungen. Auf keinen Fall von unserem Jungen. Auf keinen Fall von unserem Jungen. Von mir vielleicht. Ach. Ja, nur nicht von unserem Jungen. Weil natürlich nie in seinem Leben sowas machen würde. Weil er die Universität besucht. Der studiert ja schließlich. Das sind doch genau die gleichen Gründe, aus denen er Kommunist geworden ist. Söhne aus anständigen Familien. Söhne, die die Universität besuchen. Die sind eben verpflichtet, Kommunist zu werden. Warum auch? Sieh sie dir doch an, da draußen. Die Roten, was machen die denn? Banden überfallen. Einfach anständige Bürger einfach abknallen. Den Fanatikern, denen ist es doch völlig scheißegal, ob da zufällig der eigene Vater oder die eigene Mutter im Wege steht. Die müssen eben dran glauben, im Namen der Weltrevolution. Du hast doch vollkommen übergeschnappt. Was hat denn das mit unserem Jungen zu tun? Was das mit ihm zu tun hat? Dass er es genauso machen würde. Sie haben doch diese Hetzplakate in seinem Auto gefunden. Damit fängt es doch an. Flugzettel verteilen, Hauswände mit ihren Parolen beschmieren, Leute aufstacheln gegen die Regierung, gegen unseren Staat, gegen alles, was wir uns schwer erarbeitet haben. Hör auf, ich bitte dich, hör auf. Deiner Mutter, das ist wohl schlimm genug. Musst du jetzt auch noch unseren Jungen in das ganze Unglück hineinziehen? Ist überhaupt niemand hinein. Die Polizei, die hat ihn hineingezogen. Dich auch, genauso. Quatsch. Ich verdächtig niemand. Dazu gibt's auch gar keinen Grund. Glaubst du, der Kommissar hat nicht gemerkt, dass du ihn angelogen hast? Ja, für jeden Mord gibt's schließlich ein Motiv. Immerhin erbst du jetzt 60.000 Mark. Ach. Sag mal, Herbert. Wo warst du denn wirklich am Dienstagabend? Ja. Guten Morgen. Morgen. Guten Morgen, Fräulein Friedmann. Ach, sagen Sie ruhig, Frau. Erstens stört's mich nicht und zweitens kann ich mir ja das mit meinen 63 Jahren auch leisten. Stimmt's? Aber selbstverständlich, Frau Friedmann. Tut mir leid, dass wir Sie haben noch einmal kommen lassen müssen. Ach, das macht doch nichts. Damit habe ich ja gerechnet. Aha. Haben Sie? Ich habe ja auf dem Gebiet zwar keine besondere Erfahrung, wie Sie sich denken können, aber also das, was Sie mich vorige Woche gefragt haben, das war ja wirklich meiner Ansicht nach sehr dürftig. Ja, schon möglich. Ja. Sind Sie in der Zwischenzeit wenigstens ein Stückchen weitergekommen? Kaum. Ja, das ist nicht viel. Naja, mir geht's ja ähnlich, nicht? Ihnen? Wie meinen Sie denn das? Na, ich habe ja mal so die Leute, die Erna gekannt hat, also der ihre Verwandte und... Also die habe ich mir sozusagen mal vor meinem Geistlichen auch Revue passieren lassen, gell? Also wie der Herbert, ihren Sohn und die Schwiegertochter und der Enkel Klaus, so, nicht? Ja. Ja, und die Leute, die wo im Haus wohnen, den Bäcker, den Fleischer, nicht? Und der Wilhelm, der Altschlawine. Wilhelm? Wer ist das? Der kommt nicht in Frage. Ja, also... Deshalb können Sie mir das sagen, wer das ist. Also ehrlich gesagt, das möchte ich nicht gerne. Ja, und weshalb nicht, Frau Friedmann? Na, weil Sie sich an dem festbeißen. Sofort. Also der Wilhelm, oje, das wäre, wie man sozusagen pflegt, so richtig ein gefundenes Fresse für Sie. Mhm. Also wenn Sie keinen anderen haben, dann nehmen Sie bestimmt den als Reserve. Also gut. Also wenn Sie eben nicht wollen, dann lassen wir es hier. Nehmen Sie nochmal die Fotos. Was ist das mit dem Spieler? Wussten Sie übrigens, dass Anna Löffler über 60.000 Mark auf ihrem Sparbuch hat? Selbstverständlich. Und wusste das auch Ihr Sohn Herbert? Aber weshalb sollten der das nicht gewusst haben? Welchen Eindruck haben Sie eigentlich von Klaus Löffler, Ihrem Enkelsohn? Unheimlich sympathisch. Also sieh, das ist ein dufter Bub. Naja. Also wenn es einer bestimmt nicht war, dann der. Er hat sie allerdings als letzter gesehen, als letzter mit ihr gesprochen. Das glauben Sie. Ja, der war in der Klemme, der brauchte dringend Geld, Frau Friedmann. Brauchen Sie nie dringend Geld, Herr Kommissar. Noch Hauptmeister, Frau Friedmann. Seine 17-jährige Freundin ist in anderen Umständen. Er kann oder er will sie nicht heiraten, weil er sich um die Verantwortung drücken will, weil er weiß, dass dann die Mark, die er noch nicht einmal selber verdient, nur noch die Hälfte wert ist. Und schließlich gehört er bedauerlicherweise einer Partei an, die nicht auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht. Sie wissen, was ich damit sagen will. Nein. Politik interessiert Sie nicht so sehr, nicht wahr? Nicht mehr, nein. Hier, sehen Sie sich das einmal an. Hier, diese Plakate fanden wir in seinem Auto. Er wollte sie nachts heimlich an die Fabriktore kleben. So ein Blödsinn. Nicht wahr? Ich meine, da liest sie doch keiner und die Arbeiter schon gar nicht. Eben. Dabei haben diese Kerle und
dieser Klaus Löffler, auch wenn er Ihnen sympathisch ist, er ist ein Fanatiker. Dabei haben Sie doch alle Chancen in unserem Rechtsstaat, wenn Sie bloß nicht so stinkefaul werden. Haben Sie nicht recht, Werner? Ja, selbstverständlich. Woher wissen Sie das so genau, junger Mann? Weil, was weiß ich, weil wir eine Generation sind. So. Jetzt will ich mal was sagen. Zum Beispiel jemand, der den Wehrdienst verweigert, ja? Das sind immer nur ganz bestimmte Kategorien von Leuten. Der stellt sich prinzipiell außerhalb von Gesetz in Ordnung. Aber auf der anderen Seite, Frau Friedmann, auf unsere Kosten studieren, das wollen Sie, das fordern die einfach. Nur unsere Freiheit verteidigen, mit dem Gewehr in der Hand, wie es sich gehört. Nein, das wollen Sie nicht. Dazu sind sich diese Intellektuellen zu schade. Mhm. Das überlassen Sie lieber den Arbeitern. Richtig. Haben Sie den letzten Krieg mitgemacht? Worauf Sie sich verlassen können. Was ich noch sagen wollte, sag mal, Ihr Kollege, die haben doch sicher Fotos vom Tatort gemacht, ne? Das sind die Fotos, die hier vor mir liegen. Ah, darf ich die mal sehen? Gerne, bitte. Da nehmen Sie. Ja, danke. Mhm. Hm? Suchen Sie was Bestimmtes. Ja. Das könnte auch immerhin sein, der Täter hat was vergessen, nicht? Ich meine, irgendwas, was der Anna gar nicht gehört. Bleistift oder sowas, oder? Da könnte sie doch Fingerabdruck von machen. Das ist ja hervorragend. Also, auf dem hier finde ich allerdings gar nichts. Nix. Sag mal, von der Küche. Haben Sie da auch einen? Ja, da ist auch noch. Das hier. Da, das hier. Ach, also da erkennt man ja gar nichts. Das, Momentchen. Haben Sie was? Ja, allerdings, das hab ich. Na, da bin ich allerdings neugierig. Ja, da glaube ich auch, da werden Sie wirklich staunen, Herr Kommissar, aber hier ist es mir zu duster. Gehen Sie doch ans Fenster. Ich muss mal ans Fenster gehen. Hm. Kommen Sie mal. Sag mal, steht es eigentlich da in der Küche noch alles so wie da auf dem Bild? Sicher. Sehen Sie sich doch mal den Spülstein ganz genau an. Ja, und? Na, und? Fällt Ihnen da nichts auf? Nee. In dem Spülstein, da steht auch Plastikschüssel, ja, stimmt's? Ja, mit zwei Kaffeetassen, Untertassen, Kuchentellern. So, und wer hat aus denen Kaffeetasse getrunken? Na, Sie natürlich. Sie haben doch ausgesagt, Sie und Ihre Freundin Martha hätten mit Frau Löffler am Dienstagmittag Kaffee getrunken und Kuchen gegessen, nachdem Sie von der Beerdigung gekommen waren. Ja, richtig. Zu dritt. Bekommt dann aber, dass das hier nur zwei Tasse und zwei Untertasse und zwei Kuchenteller sind. Das ist uns gar nicht vielleicht aufgefallen. Hatte sie das andere schon abgewaschen und weggestellt. Hey, das sind auch gar nicht die Tasse, aus denen wir getrunken haben. Das sind ja hier nur die einfache aus dem Küchenschrank. Das bedeutet doch, dass da hat eben jemand anders draus getrunken. Natürlich, Klaus Löffler. Wenn der kommt, trinkt er Bier. Sagen Sie mal, haben Sie keinen Fingerabdruck von der Tasse gemacht? Haben wir? Nee. Ja, die müssen doch haben drauf nicht sein. Haben die wir Henkel nicht und die obere Ränder. Ei, hier, also guck es doch mal ganz genau hin. Ja, die sind doch gar nicht im Wasser. Donnerwetter, Frau Friedmann. Ja, der Clou kommt aber erst noch. Die Schüssel, die da im Spülstein steht, das ist nämlich der Erna, ihr Waschschüssel. Ja, aber was heißt denn das nun wieder? Ah, hören Sie mal, junger Mann, wasche Sie sich bei sich zu Hause das Geschirr in derselben Schüssel ab, in der Sie vorher Ihr Füß gewaschen habe? Donnerwetter! Ja, in der Schüssel hier, da hat die Erna jede Abend ihr Fußbäder genommen. Und die ist dermaßen etipetete, dass sie im Lokal dreimal das Besteck zurückgehen lässt oder einen Teller, weil sie sich vor dem Fingerabdruck vom Oberkellner... Sagen Sie mal, das würde... Der das Täter würde hat heißen. Versucht, ja. Spuren zu verwischen. Los, Werner, ja. Geh mal rüber zu Völker. Sie sollen von den Tassen die Fingerabdrücke nehmen und uns sofort das Ergebnis... Ja, mach ich. Hallo, Vater. Doch, Herr Kommissar, wollte gerade einkaufen gehen. Wir haben uns ja schon sehr ausführlich über alles unterhalten. Trotzdem sind da noch ein paar Fragen offen geblieben. Ja? Das sind die Räder von den Kindern, ne? Ja, von meinen beiden Jungs. Ja. Wie gesagt, es sind noch ein paar Fragen offen. Könnten wir denn nicht zu Ihnen hinein? Na ja, kommen Sie doch rein, Herr Kommissar. Danke. Ich weiß genau, was Sie meinen, Herr Kommissar. Sie meinen, wegen dem Herrn Löffler, stimmt's? Mhm. Ja, und wenn ich ehrlich sein soll, da habe ich Ihnen wirklich was verschwiegen. Aha. Was denn? Sie werden sich das sicher schon denken können, nicht wahr? Also, ja, wir waren eine Zeit lang sozusagen intim. Sie wissen schon, was ich meine. Ja, ich kann es mir vorstellen, ja. Na, sehen Sie, und er hat mit mir eben über sehr viele Sachen gesprochen, über die hat er mit anderen nicht gesprochen.
Und das wäre? Über seine Mutter zum Beispiel. Über seine Mutter? Na, mit seiner Frau hätte er darüber nicht sprechen können. Er sagte immer, die zwei stecken unter einer Decke. In Wirklichkeit, da hat er nämlich seine Mutter auf den Tod gehasst. Auf den Tod gehasst? Na, das ist ja interessant. Nicht wahr? Das sind übrigens nette Burschen, Ihre beiden Jungs. Meine beiden... Aha, Sie meinen meine beiden Söhne, ja? Es freut mich aber, dass Sie das sagen, Herr Kommissar. Gertchen ist übrigens krank. Na, dabei sind Sie vollkommen unterschiedlich, ja. Bei den zwei Vätern kein Wunder. Den Vater von meinem Wolfgang, den habe ich sozusagen kaum gesehen. Den habe ich im Dunkeln kennengelernt. Mit 17, Herr Kommissar. Und im Dunkeln ist es dann gleich passiert. Und dann war der Kerl spurlos verschwunden. Auf nimmer Wiedersehen. Und der Vater von dem Kleinen? Das Letzte, das kann ich Ihnen sagen. Bei dem, da war ich in anderen Umständen, da hatte ich mich noch nicht mal umgesehen. Aber nur, weil ich mir gesagt habe, die Kinder, die brauchen doch einen richtigen Vater. Egal was für einen. Da habe ich ihn eben geheiratet. Der hatte nur das Saufen im Kopf und die große Schnauze. Das war aber auch alles. Sie haben das Geld rangeschafft und er hat es wieder versoffen, wie? Genau. Und rumkrakehlen. Immer die Kleinen verdreschen, wenn er voll war. Aber mir, da hat er sich ja nicht mehr rangewagt, seit ich ihm mal ein heißes Bügeleisen ins Gesicht gedrückt habe. Na, schließlich, da habe ich ihn dann rausgeschmissen. Kein Wunder, wenn ich durch den in der Gosse gelandet wäre. Und Ihr jetziger Mann? Der ist gut. Streng, ja. Sehr streng sogar, vor allem zu den Kindern. Aber gut, das muss ich schon sagen. Was ist er vom Beruf? Elektromonteur. Und wie lange sind Sie schon mit ihm verheiratet? Erst seit 2 Jahren. Es ist das erste Mal, Herr Kommissar, dass ich so ein Gefühl habe, ich habe ein richtiges Zuhause. Und die Kinder, die wissen endlich, wo sie hingehören. Das verstehe ich. Rauchen Sie? Oh ja, danke. Bitte. Moment. Oh ja? Ja, bitte, ja. Na? So. Meine erste heute. Aber rauche ich ziemlich stark. Aber mein Mann, wissen Sie, der ist nicht Raucher. Und deshalb darf ich in der Wohnung bei uns auch nicht rauchen, wenn er da ist. Ich muss sogar mal lüften. Er trinkt auch nicht. Er sagt immer, das kostet bloß einen Haufen Geld und die Kinder nehmen sich ein schlechtes Beispiel. So sehr viel verdient Ihr Mann sich ja auch nicht. Mm. So um die 1300 vielleicht. Mm. So genau hat er mir das nie gesagt. Es ist ja auch eine kleine Firma, in der er arbeitet. Aber dadurch, dass ich dazu verdiene, geht es. Ja. Ich nehme an, Sie verdienen schlecht durch die Putzstellen. Na, wenn ich gekonnt hätte, da wäre ich auch lieber was anderes geworden. Was denn zum Beispiel? Am liebsten Kindergärtnerin oder auch Krankenschwester. Und weshalb sind Sie es nicht geworden? Warum? Weiß auch nicht. Irgendwie kam immer was dazwischen. Hin und wieder haben Sie ja auch bei der Mutter von Herrn Löffler sauber gemacht, nicht? Ja. Ihr Sohn hatte mich darum gebeten, seit Sie vor 2 Jahren die Geschichte mit dem gebrochenen Oberschenkel hatte, wissen Sie? Was eigentlich Ihr Mann von der Beziehung mit Herrn Löffler? Um Gottes Willen, bloß nicht. Entschuldigen Sie, Frau Wirtz, darf ich mal telefonieren? Mal selbstverständlich, Herr Kommissar, da auf den Tisch. Kennst du mal? Ja? Hier, Helmut. Du, sag mal, wie weit bist du? Er kommt gerade rein. Gut. Und du, vorsichtig, ja? Das steht alles noch auf sehr wackeligen Füßen. Wichtig ist nur das Alibi. Weiter nichts. Und ruf das Labor nochmal an, wegen der Fingerabdrücke, ja? Geht in Ordnung, Helmut. Labor weiß Bescheid. Ja, die melden sich, sobald die fertig sind. Jo. Verzeihung, jo. Kommen Sie rein. Entschuldigung. Herr Löffler, nehmen Sie doch Platz. Danke. Tja, so ist es. Weshalb haben Sie uns eigentlich nicht gesagt, wo Sie am Dienstagabend waren? Ich habe doch... Überlegen Sie ganz genau, was Sie sagen, Herr Löffler. Strafgesetzbuch, Paragraph 153, eine uneidliche falsche Aussage und mit Gefängnis nicht unter 3 Monaten bestraft. Das sollten Sie sich mal vorsichtshalber merken. Selbstverständlich, nur ich weiß wirklich Denn nicht... Denn mit Herrn Bäumler waren Sie doch nicht zusammen, oder? Dafür kennen Sie aber vielleicht Herrn Erich Häberle. Erich wie? Häberle. Nein. Häberle. Nein. Oder auch Blecki. Blecki? Ja? Ja? Keine Ahnung, wie kommen Sie darauf? Er behauptet aber, er würde Sie kennen. Geschäftlich? Ja, könnte man so ausdrücken. Wenn man wollte. Sie waren am Dienstagabend in Frankfurt, und zwar nach Aussage von Herrn Häberle, trafen Sie sich mit ihm in der Kaiserstraße in einem Lokal namens Bei Harry. Ist das richtig? Aus so ein ausgemachter Blödsinn. Entschuldigen Sie. Was soll ich denn gemacht haben in Frankfurt? Auch noch in der Kaiserstraße. Na, ausgerechnet.
kenne weder jemanden mit dem Namen Blackie noch mit dem Namen Heberle. Was wollen Sie? Das ist eine sehr gute Frage, Herr Löffler. Da meldet sich also heute früh bei uns ein Mann, der uns seit vielen Jahren als einschlägig bekannt ist. Zuhälterei, Hehlerei, Urkundenfälschung. Wir waren, wie Sie sich vorstellen können, sehr überrascht, als er plötzlich vor uns stand. Weil solche Leute von selber sehr selten kommen, nicht wahr? Also, er sagte, er wäre hier, weil ihm sein Anwalt geraten habe, er habe ihn auf seine Anzeigepflicht hingewiesen, Herr Löffler. Ein ausgebuffter Junge, wie? Da habe ihn nämlich schon mehrmals ein Tankstellenbesitzer versucht, telefonisch zu erreichen. Ein Tankstellenbesitzer aus Dudenhofen mit dem Vornamen Herbert. Das ist ja ungeheuerlich. Ja, das ist ungeheuerlich. Und mit dem habe ich sie getroffen. Und wissen Sie wo? Nicht zu fassen. In Frankfurt. Bei Harry. Am Dienstagabend. Den 1. Juni gegen 21 Uhr. Aber Kommissar, ich habe doch... Wissen Sie, was der Tankstellenbesitzer von ihm wollte? Herr Löffler. Wir werden das gar nicht für möglich halten. Der hat ihn gefragt. Jetzt hören Sie mal genau zu. Weil er doch so gute Kontakte zur Frankfurter Unterwelt hätte. Ob er, also Blackie, ihm nicht jemanden beschaffen könnte, der, und jetzt passen Sie sehr gut auf, auch vor einem Mord nicht zurückschreckte. Oder andersrum, unser Tankstellenbesitzer aus Dudenhofen suchte einen Killer. Ich hab doch damit überhaupt nichts... Zur Finanzierung dieses Unternehmens stünden 60.000 Mark zur Verfügung. Und davon 10.000 als Vermittlung für Blackie. Ist doch toll, nicht wahr? Ach, und wissen Sie, wer gekillt werden sollte? Ein altes Ehepaar. Ja, tatsächlich. Der Tankstellenbesitzer hatte dem Mann vor einigen Jahren die Tankstelle abgekauft. Auf Rentenbasis, Herr Löffler. Faber? Nein, ich komme selber rüber. Hm? Ich hole mir das Gutachten. Komm sofort. Und verständigen Sie meinen Chef. Der sitzt schon wie auf heißen Kohlen. Ja, der wird schon wieder in seinem Büro sein. Tschüss. Ich kann Sie haben. Können hier warten, Herr Löffler. Mein Kollege da draußen wird Ihnen so lange Gesellschaft leisten. Kommst du mal bitte rein? Und in der Zwischenzeit denken Sie vielleicht nochmal nach. Besonders über die Verabredung am Dienstagabend. So, bitte, Frau Wirtz. Was denn jetzt noch, mein Gott? Ja, Frau Wirtz, was ich Sie da noch fragen wollte. Sie kennen doch mein Privatleben schon in- und auswendig. Was soll überhaupt diese ganze Schau hier auf der Polizei? Das überlassen Sie bitte mir, Frau Wirtz. Weiß eigentlich Ihr Mann, dass Sie schon mal vorbestraft waren? Dass ich... Sind Sie... Wie kommen Sie darauf? Wegen Diebstahl, nicht wahr? Das war zur Bewährung. Das erste Mal, ja. Das zweite Mal, da bekamen Sie 6 Monate. Was wollen Sie eigentlich von mir? Kommen Sie dazu, diese alten Sachen wieder rauszukramen? Das ist schon so lange her. Und außerdem fiel das noch unter Jugendstrafe. Meinen Sie? Wessel? Ja. Verstehe. Ah. Hm? Tatsächlich. Und da gibt es keinen Zweifel. Absolut identisch. Ist mein Kollege Faber schon bei Ihnen? Ja. Er kann bereits den Staatsanwalt informieren, ja? Und Sie sind 100%ig sicher. Gut. Auf Ideen kommen die Leute. Ja, Frau Wirtz, jetzt wollen wir mal schön der Reihe nach anfangen. Wie meinen Sie das? Sie sagten, Sie hätten Frau Löffler vor ungefähr 2 Monaten das letzte Mal in Ihrer Wohnung gesehen. Ist das richtig? Ja. Gut. Das heißt, Sie waren am vergangenen Dienstag nicht in der Wohnung von Frau Erna Löffler. Nein, wieso? Was soll ich dort gewollt haben? Sie sind von einer Hausbewohnerin gesehen worden. Das ist eine Lüge. Sie waren am Dienstag früh auf der Beerdigung von Isolde Bauer, der Freundin von Frau Löffler. Das habe ich bereits gesagt. Und was hatten Sie da an? Mein blaues Kostüm und einen Regenmantel. Sie trugen einen Schirm. Kann sein. War das Ihr Schirm? Was soll es sonst für einer gewesen sein? Der von Frau Erna Löffler. Sie hatte ihn nämlich in der Friedhofskapelle vergessen. Und sie hatte auch keinen Schirm mehr, als sie nach Hause kam. Das wurde eindeutig von ihren Freundinnen Anneliese Friedmann und Martha Feiler ausgesagt. Aber der Regenschirm war plötzlich wieder da, als wir nämlich am Tatort ermittelten. Wie meinen Sie, ist er darauf hingekommen? Das interessiert mich einen Dreck. Du kommst genau richtig, Werner. Hier, ja. Herr Faber kommt gerade aus dem Labor. Der kann Ihnen das besser erklären.
Ja. Dann Frau Wirtz. Wenn Sie sich an das Kaffeegeschirr erinnern, an den Spülstein bei Frau Löffler und vor allem an die gelbe Plastikschüssel, Frau Wirtz. Wir haben dort Ihre Fingerabdrücke abgenommen. Sie? Wer sind Sie denn überhaupt? Doch nur sein Laufbursche. Sie haben da hier überhaupt nichts zu melden. Ausgerechnet Sie wollen mich hier aufs Glatteis führen. Wie? Da müssen Sie aber früher aufstehen, mein Kleiner. Da sind Sie an der falschen Adresse, verstanden? Was heißt hier Fingerabdrücke? Da müssen Sie erstmal welche machen, bevor Sie hier so große Töne spucken. Verstanden? Gut. Auch wenn die Abdrücke von Ihnen bereits, sagen wir mal, 15 Jahre alt sind, Frau Wirtz, es sind dieselben. Und sie sind auch an der Plastikschüssel und den Kaffeetassen. Im Übrigen benutzte Frau Löffler die Schüssel nie zum Abwasch, sondern für Fußbäder. Was glotzen Sie mich so doof an? Ja, ich war's. Sind Sie nur zufrieden? Ich habe es getan. Mein Gott, warum? Ich wollte es doch nicht. Ich wollte es doch wirklich nicht. Glauben Sie mir, ich wollte es nicht. Es war, ich weiß es selber nicht. Weil mein Mann, wenn er das erfahren hätte, was Frau Löffler ihm gesagt hätte. Was erfahren hätte, Frau Wirtz? Dass ich das Geld aus der Kanne. Aber ich wollte Frau Löffler doch nur den Regenschirm, weil sie ihn stehen gelassen hatte. Er hing an ihrem Stuhl, da hatte sie ihn vergessen in der Kapelle. Ich wusste, es war ihr Schirm. Und der Küster, der fragte mich, ob ich weiß, wem er gehört. Ich könnte ihn doch dann gleich mitnehmen, den Schirm. Aber ich hatte gar keine Zeit. Ich musste nach Hause, weil der Kleine, unser Gärtchen, der sollte plötzlich nicht in der Schule versetzt werden. Sein Klassenlehrer, der hatte mich in der großen Pause zu sich bestellt, um mit mir zu reden. Und um 4, da musste ich auch schon wieder zur Arbeit in die Klinik. Das ist auch der Grund, weshalb ich erst abends den Regenschirm vorbeibringen konnte bei der Frau Löffler. Nicht wahr? Und den ganzen Tag über, da habe ich gedacht, der blöde Schirm, der passt mir überhaupt nicht. Weil wir uns auch, mein Mann und ich, den Film im Fernsehen ansehen wollten, mit dem Komiker da, dem Moser, Sie wissen schon. Hans Moser, ja. Ja, das war ein ganz alter Film. Und wir sehen so gerne ganz alte Filme, mein Mann und ich. Wie spät war es da, als Sie den Schirm hinbrachten? Das war 8, 7:45. Und sie hatte sich noch so riesig gefreut. Sie hat ihn noch gar nicht vermisst, aber war der Schirm besonders teuer gewesen. Sie hat sie zu sich hereingebeten? Sicher hat sie das. Ob sie mir was anbieten kann, hat sie gefragt. Ich war ziemlich ab an dem Tag und da habe ich gesagt, eine Tasse Kaffee würde mir jetzt eigentlich ganz gut tun. Saßen Sie dann im Wohnzimmer oder in der Küche? Na, erst in der Küche. Frau Löffler hatte das Kaffeewasser angesetzt und die Tassen hingestellt. Aber Sie blieben nicht in der Küche? Sie ging ja dann raus, rüber ins Wohnzimmer. Und ja, das konnte ich dann hören, wie sie die Vitrine aufschloss, wie der Deckel klappte, der von der silbernen Kanne. Und dann kam sie zurück in die Küche mit einem 10-Mark-Schein. Und dann sagte sie, in der Küche, da wäre es doch sehr ungemütlich und wir sollten uns doch lieber rübersetzen. Ich nahm also die Tassen und die Kuchenteller und ging damit rüber in das Wohnzimmer. Und Frau Löffler? Blieb in der Küche, sie musste den Kaffee noch aufgießen. Gut. Und dann? Ich weiß nicht, wie war das? Der Zehner, der lag auf dem Tisch neben der Tasse. Die Glastür von der Vitrine, die stand ein kleines Stückchen auf. Vielleicht, das kann es gewesen sein, ich kann es mir nicht anders erklären, aber wenn ich sauber gemacht habe, dann habe ich auch in der Vitrine Staub gewischt. Ich bin nie auf den Gedanken gekommen und dann hatte ich mit einmal die Kanne in der Hand. Ich dachte noch, die ist ja ziemlich schwarz, die müsste mal wieder mit einem Silbertuch richtig abgerieben werden, was ich ja auch öfter gemacht habe, dann sieht sie bestimmt wieder wie neu aus. Als Frau Löffler in der Tür stand? Ja. Sie stand in der Tür, plötzlich mit dem Kaffee. Was sagte sie? Was machen Sie denn da, oder so? Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Wie war das? Sie hat gesagt, so in einer Art, das ist ja wohl nicht das erste Mal, dass du mich beklaust, du dreckige alte Schlampe. Dabei, das wäre mir nie im Traum eingefallen, Frau Löffler zu bestehlen. Das kann ich beschwören. Hm.
Nur dann, ach ja, ich weiß nicht, was ich geantwortet habe. Jedenfalls sagte sie sowas in der Art, das werde ich bestimmt deinem Mann erzählen und was da passiert, das weißt du ja, deinem Mann! Das hat sie gesagt. Und dann? Dann passiert es. Was? Ja. Das genügt im Moment. Mir ist plötzlich so schwindelig. Ich glaube, ich muss mich über... Schnell, Werner, komm, fass mich an. Wir tragen sie da rüber. Hier raus. Vorsicht. Na, Löffler? Wir haben ja noch mal Schwein gehabt, was? Von mir aus können Sie jetzt abhauen. Ach, nee. Passt Ihnen das nicht? Ich habe den Eindruck, Ihnen passt das nicht. Ich würde solche dummen Bemerkungen für mich behalten an Ihrer Stelle, Löffler. Wie war das eigentlich gestern, Wenzel? Herr Wenzel, das wenn ich hat mir ziemliches Kopfzerbrechen gemacht. Ich meine, als Sie sagten, früher hätte man mit solchen Elementen kurzen Prozess gemacht. Hätte man auch. Und? Was verstehen Sie erstens unter solche Elemente und zweitens unter kurzen Prozess, Herr Kriminaloberkommissar Wenzel? Witzbold, Sie wollen sich hier wohl einen tollen Abgang verschaffen, was? Da sind Sie nur bei mir an der falschen Adresse, Löffler. Ich hatte Sie was gefragt. Lassen Sie mich mal durch. Auf die Antwort können Sie lange warten. Zu feige, stimmt's? Wenn Sie so weitermachen, dann haben Sie doch einiges vor sich. Wir sehen uns ja wieder, Herr Freund. Darauf können Sie sich verlassen. Ich nehme an, das dauert gar nicht mal so lange, bestimmt nicht. Aber wenn Sie es sagen... Falls Sie Ihre Plakate aus dem Auto vermissen sollten, wir sind beschlagnahmt. Löffler! Das, meine Damen und Herren, war das Kriminalhörspiel Solide Verhältnisse von Rolf D. Frank. Es sprachen Herbert Löffler, Peter Schiff, Christiane Löffler, Annelie Jansen, Klaus Löffler, Willem Tomczyk, Gustav, Christianes Vater, Hans Keller, Helmut Wenzel, Kriminaloberkommissar, Kurt Bock, Werner Faber, Kriminalhauptmeister, Matthias Ponier, Anneliese Friedmann, Elisabeth Scherer, Gisela Wirz, Reinemacherfrau, Katharina Thalbach, Fritz Bäumler, Architekt, Gerhard Hinze, Paul Schlüter, Automechaniker, Jens Eggert. Regie führte Hein Brühl. Heute in einer Woche, am Samstag, dem 10.